Name Kevin Reiterer etwas? Nein? Noch nicht, muss man sagen, denn der junge Mann aus Wiener Neustadt ist Weltmeister im Jetski-Fahren. Und das kann man sich so wie... Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, dass Sie mit dabei sind. Heute ist Freitag, es ist der 15. Mai und ich sitze hier neben einem Weltmeister. Ja, man kann ruhig sagen, Österreich ist Weltmeister. Im US-Bundesstaat Colorado eine Klasse für sich. Der mehrfache Europameister sorgt für einen einmaligen Erfolg. 4 WM-Titel bei einer Veranstaltung hat noch nie ein Fahrer gewonnen. Erschöpft vom 24-Stunden-Flug, aber glücklich wird der aktuell beste Jetskier der Welt von der Familie und Freunden empfangen. Das ist eigentlich überwältigend. Die haben es nicht gedacht, dass es so weit bringt, aber es war auch niemals das Ziel. Das Ziel war einfach, dass er einfach seine beste Leistung bringt. Und das Nein, denn in Österreich leben unzählige Weltmeister und das nahezu unbekannt. Im Fußball sind die Österreicher Nieten. Weltmeisterschaften finden üblicherweise ohne unsere Mannschaft statt. Doch in anderen Disziplinen, da sind wir ganz groß. Nein, der Skizirkus ist hier ausnahmsweise nicht gemeint. Ganze 5 Weltmeistertitel gingen bereits an diesen jungen Herrn im Jetski. Klasse, dass er in verschiedenen Klassen inzwischen 8-facher Weltmeister ist, grenzt angesichts der Wettbewerbsnachteile an ein Wunder. Bei der Weltmeisterschaft halt sind Werksteams dort mit einem riesengroßen Truck, mit 4 Mechaniker, 2 Masseuren, einem Physiotherapeuten und ich halt mit 3-4 Freunden. 2 können ein bisschen schrauben, einer hilft mir so und meine Freundin, die mich dann massiert. Der plötzliche Tod seines Vaters, der ihn bisher gemanagt hat, macht die Sache extrem schwierig. Kevin ist auf sich allein gestellt, unterstützt von Freunden. Früher hat es mein Vater finanziert, da habe ich gar nicht gewusst, wie war es mit dem Geld und so. Und seit dem Jahr kontrolliere ich, wie viel Geld ich ausgeben muss, was für ein Budget ich habe. Für mich ist eher eine Minusgeschichte. Ich habe natürlich Sponsoren, ja, mit denen ich einige Kosten decken kann. Und mit dem Preisgeld in Dubai schaue ich, dass ich einfach nicht bei so einem großen Minus aussteige. 2010 Tragedy struck for you. You lost your father. So you had this mentor with you this whole time. And then you had to come over here and tell me about your game. Yeah, Lisa, you should know that he was here right from the beginning. I started racing and I never went to a race without him. He was like never just a great team. I wouldn't achieve any world title without him. I'm doing this because I love it and not for money, recognition or anything else. It's just completely who I am and I'm gonna live that sport. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Hello, my name is Kevin Reiterer. I'm from Austria. I'm 8 times world champion and I'm here at 2011 World Finals. Why are you so shy? Ain't like you to hold back.
jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dome. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. The track. And no, it's gonna be Thiago Silva. We're both not one to talk on each other. Kevin
literally took the inside split. He was the one that we were going, whoa, because he's on the charge. The music, so. Uh-oh. Look at this. Kevin Ritter, ladies and gentlemen, taking the lead. How about that? Austria definitely. Feelings right now? I can't tell you. It's like, as a young kid, as I started first time jet skiing, it was my dream, and now I got it, and it's just... You have some people you'd like to thank, babe? I want to thank just my dad, because without him, there would be nothing possible. I wouldn't even ride jet ski, and my sponsors, and everybody who supports me from Austria, and family, and all jet ski riders who love the sport just like me do, and who cannot do anything else. And I hope I can come next year again and every year of my life to race this sport, to compete in this sport, because it's just my life. Well, as the sun sets on the 2009 Quakey Sense World Finals, I think it completely appropriate that it's set on this young man, your new pro ski world champion from Austria, Kevin Redmer. Commercial Austria, sponsored by Quakey Sense, Jesperg Energy Drink, Bentley, Oakley, Sony, and Ericsson, the number 90, Kevin Ritterer. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat.